Die Frage, ob die Andropause mit der Menopause der Frau zu vergleichen ist, ist nicht so ohne weiteres zu beantworten. Halten wir mal fest, die Menopause ist eine Bezeichnung für die letzte Blutung, für die letzte Periodenblutung einer Frau. Wenn danach nichts mehr kommt, dann ist die Frau in der Menopause, wenn ein Jahr lang keine Blutung mehr erfolgt. Und das Ganze fasst man zusammen mit dem Begriff Klimakterium. Also die Menopause ist ein Zeitpunkt, das Klimakterium ist ein Zeitraum. Der Zeitraum, in dem die Fortpflanzungsfähigkeit und die Geschlechtsfunktionen der Frauen erlöschen. Das ist ein relativ umschriebener Zeitpunkt. Also bei den meisten Frauen passiert das innerhalb eines Jahres. Und dann ist die Frau in der sogenannten Postmenopause, die dann nahtlos übergeht ins Senium. Beim Mann ist dieser Zeitraum nicht so genau definiert. Da können wir also von einem weitaus längeren Zeitraum ausgehen. Sprich, der Rückgang der Hormonproduktion beim Mann zieht sich über einen weitaus längeren Zeitraum hin als bei der Frau. Der geht auch nicht so abrupt. Es ist also kein mehr oder weniger schlagartiger Hormonabfall, sondern es ist ein gradueller, kontinuierlicher, der sich schleichend über mehrere Jahre hinzieht, bis auch letztendlich die Männer im Senium ankommen. Es ist aber durchaus möglich, dass Männer auch im höheren Lebensalter, also 70, 80 und darüber, noch eine Hormonproduktion, eine Testosteronproduktion vorweisen. Und wie gesagt, der Übergang ist fließend. Und das Problem ist, dass es nicht so exakt vorhersehbar ist, wie das bei den Männern abläuft. Die Hormonspiegel beim Mann sind, ich vergleiche das immer mit einer breiten Autobahn. Auf einer breiten Autobahn haben sie viel Platz, bis sie einmal wirklich aufs Bankett müssen oder auf den Mittelstreifen. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ab einem bestimmten Hormonspiegel ist es definitiv zu wenig beim Mann. Die Frage, ob jeder Mann in die Andropause kommt, ist ebenfalls eine eher komplexe. Wir haben gesagt, dass die Hormonspiegel beim Mann vergleichbar sind mit einer breiten Autobahn. Wir gehen heute im Schnitt von Hormonwerten für das Testosteron zwischen 2,5 bis 8 Nanogramm pro Milliliter aus. Da sehen Sie schon 2,5 bis 8, das ist ungefähr, da kann man bis zum Dreifachen gehen, ist das immer noch normal. Zu hohe Testosteronspiegel sind kein Problem. Da wird niemand kommen und den Arzt deswegen aufsuchen. Zu niedrige oder vor allem abfallende Hormonspiegel können das Krankheitsbild oder das Erscheinungsbild des Klimakterium virile, also der männlichen Wechseljahre, auslösen. Die Männer sprechen gar nicht gern von Wechseljahren. Das ist nach wie vor ein großes Tabuthema. Männer sind ja, wie wir wissen, zeitlebens unheilbar gesund. Und dazu kommt, dass niemand einen nachlassenden Testosteronspiegel zunächst einmal registriert oder, wenn er da ist, dann auch ernst nimmt. Es treten aber eine Reihe von Beschwerden auf, die dadurch bedingt sind. Im Wesentlichen sind es einmal Beeinflussungen der Sexualsphäre. Die Libido, also das Verlangen nach Sexualität, nimmt ab. Auch die Potenz, die Erektionsfähigkeit lässt letztendlich nach. Und zusätzlich gibt es noch eine Reihe von psychovegetativen Erscheinungen, die zum Teil den Symptomen bei der Frau nicht unähnlich sind. Psychovegetative Erscheinungen sind Schweißausbrüche. Männer sprechen nie von Wallungen, das gibt es bei Männern nicht, aber Schweißausbrüche.
Schlafstörungen, Gelenk- und Muskelbeschwerden und vor allem, was die Männer zum Arzt bringt, Nachlassen der Sexualität. Der wesentliche Unterschied zwischen Mann und Frau bei den Erscheinungen des Klimakteriums ist, dass es bei der Frau relativ schlagartig einsetzt, in einem eng definierten Zeitraum, beim Mann sich schleichend entwickelt, einschleicht sozusagen und zunächst einmal gar nicht als Hormonmangel-Symptomatik erkannt wird. Wenn Männer allgemein über Leistungsverlust klagen, über Konzentrationsverlust, über Schlafstörungen, über nicht so gut drauf sein, dann wird das zunächst einmal nicht mit einem Hormonmangel assoziiert. Wenn jemand in diesem Stadium einen Arzt aufsucht, einen Spezialisten aufsucht und der einen Hormonstatus durchführt, da wird natürlich neben den Steuerhormonen, FSH und LH, die den Hoden steuern, vor allem das Testosteron bestimmt. Und wenn das einen bestimmten Normbereich überschritten hat oder unterschritten hat, dann kann man überlegen, gemeinsam mit dem Patienten, ob und was man dagegen tun können wird. Die Behandlung dieser Wechseljahresbeschwerden ist dann erforderlich, wenn ein bestimmter Leidensdruck entsteht. Wenn jemand also sehr darunter leidet, dass seine Sexualität im Erlöschen begriffen ist, dann wird man natürlich einschreiten. Wir leben nunmehr in Zeiten, wo es Viagra und ähnliche Präparate gibt. Das heißt, die Erektionsschwäche, die kann geraume Zeit mit Hilfe dieser Präparate überwunden werden oder in den Hintergrund treten. Gravierender ist, wenn das Verlangen nach geschlechtlicher Aktivität nachlässt. Und da ist es häufig auch die Partnerin, die kommt und sagt, du, das geht nicht mehr so wie früher, das ist ein Problem, dann sollte man auch was tun. Es gibt eine Reihe von Präparaten, die bei einem nachgewiesenen Mangel an männlichen Hormonen eingesetzt werden können. Es gibt Präparate, die geschluckt werden können in Form von Kapseln. Ich persönlich bevorzuge die Testosteronzufuhr mittels eines Gels, das über die Haut aufgetragen wird. Eine wunderbare, wirksame und vor allem sehr sichere Möglichkeit, das zu behandeln. Und es gibt auch Spritzen, die eine Depotwirkung haben, sodass man nur alle 6 Wochen bis 3 Monate eine Spritze ins Gesäß zum Beispiel geben muss, um den Testosteronspiegel wieder anzuheben. Die Spritzen haben aber den Nachteil, dass wenn das Präparat verabfolgt ist, kriegt man es nicht mehr wieder raus, wenn irgendeine Situation eintritt, die das erforderlich machen würde. Wenn man ein Gel gibt oder Kapseln schluckt, kann man jederzeit die Behandlung abbrechen. Das Klimakterium des Mannes ist nach wie vor ein erhebliches Tabuthema. Wie gesagt, die Männer wollen das nicht wahrhaben, gehen davon aus, dass es sie nicht trifft, nur die anderen. Und wenn die Beschwerden wirklich arg wären oder wenn die Potenz komplett nachgelassen hat, dann entschließt man sich, den Weg zum Arzt zu suchen. Das Thema ist an sich, wie gesagt, tabuisiert. Das sieht man schon an den Bezeichnungen. Es gibt zum Beispiel die Bezeichnung PADAM, das heißt partielles Androgendefizit des alternden Mannes. Also komplizierter und sperriger geht es kaum. Aber das Wort Klimakterium virile, also männliches Klimakterium, ist auch nicht den wahren Kern treffend, weil es ist, vor allem wollen die Männer das Wort Klimakterium nicht hören. Das ist eindeutig den Frauen vorbehalten. Und deswegen herrscht also schon bei der
Terminologie, also bei der Bezeichnung dieses Krankheitsbildes, große Unsicherheit. Das hat dazu geführt, dass bestimmte Fachleute die Existenz des männlichen Klimakteriums nach wie vor in Frage stellen. Meistens glauben sie es erst dann, wenn sie selbst betroffen sind, aber bis dahin wird das eher, abgetan.